bin hier an Bord der Slocum und ich wollte mich kurz entschuldigen, weil wir so lange kein Video gemacht haben. Aber die anderen Teile kommen noch, bestimmt ein, zwei, vielleicht auch drei, damit unsere Reise vollkommen, vollständig dokumentiert ist. Und ja, das wird noch sehr schön. Passiert noch einiges. Ich glaube, wir werden nach Kiel fahren, jetzt im nächsten Filmchen. Muss ich gleich mal gucken. Es ist halt so, dass dieses Jahr sind viele Dinge passiert, die wir nicht planen konnten. Ein guter Freund ist gestorben, Gehirntumor. Ich musste in der Firma dementsprechend viel arbeiten, weil das letztendlich mein Chef war. Es kehrt langsam Ruhe ein, ich kann mich um einiges anderes kümmern. Und deswegen geht es weiter mit unserem Reisebericht per Video. Viel Spaß. Das letzte Video endete in Olpenitz. Von dort aus sind wir noch einmal in die Schlei gefahren und haben hinter Marsholm geankert. Dann sind wir rüber nach Barkenkrug. Hier sind die Bilder davon. Sehr schön gefallen. Sollten wir nochmal in der Ostsee segeln, werden wir auf jeden Fall nochmal dahin fahren. So schön. So schön. Hinter uns Barkenkrug und vor uns Kiel. Also noch nicht, aber gleich. Irgendwann. Schönes Wetter. Schlüschowhafen, ein lustiger Name, lustiger Ort. Man kann sehr gut ankern im Schlüschowhafen. Von allen Seiten geschützt, ruhiges Wasser, Kiel, die Kieler Förde ist nicht weit. Und etwas zu gucken an der Schantiner Flotte, kann ich jedem empfehlen. So, es ist der, weiß ich nicht, was haben wir heute, 6.9. Mal kommt die Sonne raus, mal nicht. Da hinten ist die Kieler Förde. Total schön hier zu gucken, was für Schiffe da lang fahren. Hier sind kleine Anleger, die sind aber privat, da soll man nicht rangehen. Da sind andere Ankerlieger und das ist eine alte britische Anlage, da darf man auch nicht ran. Schade, schade. So, wo sind wir und wo wollen wir hin? Hey, guckst du wohl in die Kamera? Sag ich dir nicht.
Ach Manu. Plüschrohrhafen. Sind wir. Ja. Wo wollen wir hin? In die Schwentine. Ich mache wieder den Anker hoch. Und ich gehe hier hinten und warte auf Anweise. Da hinten sieht man die Schwentine-Flotte, die ja auch schon mal ein Gesicht im NDR hatten. Und Holger Kurbel. War so dermaßen flaute, dass von Segel nicht die Rede war. Die Motorrad quer über die Kieler Förde rüber in die Schwentine nach Wellingdorf, wo wir liegen wollen. Oh. Überall Ballone. Ah. Bootshaken ist abgehauen. Wir haben wohl zu viel über ihn gelästert. Und jetzt versucht Holger, ihn wieder einzufangen. Gestern habe ich das Sieb von unserer Pressstempelkanne versenkt. Auf ewig bleibt das jetzt in Kiel. Super! Aber jedenfalls haben wir unseren Mittwoch, 8. September. Es ist so warm, als ob August wäre. Nicht wahr, Schatz? August war nicht warm. So, das hier ist Wellingdorf? Ja, in der Schwentine. In der Schwentine. War ganz okay. Nicht hübsch, aber praktisch und leise und ruhig. Schöne Sanitäranlagen. Sanitäranlagen hatten wir, glaube ich, für uns alleine. Netter Hafenmeister. Sehr netter Hafenmeister, wenn er denn da ist. Und ansonsten fahren wir jetzt weiter. Wir bleiben noch einen Tag. Es wird dann oben rot, oder? Ja, aber das sieht man manchmal auch. Das war's mit Kiel. Es geht jetzt in den Nock, sobald die uns mal reinlassen. Das war unser Hafen, letzte Nacht. Düsternbrook. Holger. Sehr schön. Da hinten haben wir auch gelegen. Berlindorf. Da ist das Kraftwerk, wo wir Kino geguckt haben. Ja. Die Bundesmarine. Sieht aus wie die Tolkien. Tolkien? So, jetzt sind wir in der Nähe vom Nock. Hinter uns geht so ein dickes Teil durch. Der kommt aus dem Nock. Und da ist noch einer drinne. Und wir müssen da irgendwas, was du eben gesagt hast. Die machen eine leere Rückschleusung zum Kanal hin. Eine leere, da hätten wir reingekonnt. Aber wir sind ein paar Minuten zu spät. Und deswegen geht das nicht. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich stundenlang warten jetzt. Eine leere Schleuse, wir hätten reinfahren können und bupp. Gerade ist das Tor zugegangen.